Jetzt reden wir über den DFB-Pokal, der uns in dieser Woche beschäftigt hat. Da gewinnt Dortmund in Bochum mit 2:1, aber alle reden nur über den Elfmeter für Bochum, der am Ende das Spielgeschehen ja gar nicht entscheidend verändert hat. Aber es muss diskutiert werden. Wir sehen hier zunächst den Schubser des Bochumers gegen Beino Gittens, der nicht geahndet wurde. Und dann läuft die Szene weiter. Dieses vermeintliche Handspiel von Beino Gittens, als er sich in den Schuss von Lo Silla wirft. Ja, was sagt Tobias Stieler selbst, der Schiedsrichter, zu dieser Szene? Der Videoassistent hatte Bauchschmerzen mit der Entscheidung, es ist nicht die Mutter aller Handelfer. Sind wir da in dem Bereich des Kann-Elfers, des Darf-nicht-Elfers, des Muss-Elfers? Bleiben wir erstmal nur bei der Bewertung. Was wäre aus Ihrer Sicht hier die richtige Entscheidung gewesen? Auch unter Berücksichtigung des Zweikampfes vorher mit dem aus meiner Sicht klaren Schubsers. Also das muss, den klaren Schubser muss man doch mitbewerten bei dieser Szene. Das war doch direkt davor. Und wir haben, Sie zeigen mir das Foto jetzt, das war doch öffentlich, ist doch öffentlich passiert. Das haben wir doch gesehen. So, und wurde sogar im Fernsehen Kamera, gezeigt. Ja, 5 Millionen in der ARD. Kameraeinstellung. Und das macht mir die meisten Probleme. Ja, aber das war eigentlich nur ein Freistoß, wäre das ja gewesen. Und das hat er doch selber so bewertet. Das müssen wir jetzt nicht genau, das müssen wir jetzt nicht nochmal. Doch. Wenn das entscheidend ist, denn sonst ist das legalistisch, dann ist das nur, war eine andere Spielszene, was immer da zurechtgezimmert wird. Dieses ist ein klares Foul und direkt in der Entstehung der nächsten Szene. Und die nächste Szene, das werden wir jetzt besprechen, dauert dann stundenlang, wird die überprüft. Aber das, wenn er hier faul pfeift, und ja, das war falsch entschieden. Und das war diese Argumentation, die mich jetzt einfach aus Fußballfan Sicht so aufregt, zu sagen, ja, Schiedsrichter Stieler sagt, er hatte klare Sicht und hat das deswegen so bewertet. Ich war vielleicht etwas laienhaft bisher gedacht, egal wie klar der Schiedsrichter glaubt, etwas gesehen zu haben oder sehen zu können, wenn es falsch war, ist auch das Job des VAR zu sagen, du hast hier etwas falsch gesehen. Aber bei Freistößen haben wir das bisher. Aber Torentwicklung. Nicht. Es ist ja sozusagen in dem Angriff der Torentwicklung, da werden teilweise Fouls zurück oder Tore werden zurückgenommen, weil an der Mittellinie ein Foul sich ereignet hat. Da hat er fehlentschieden. Und wenn das anders irgendwo stehen sollte, ist es dennoch Schwachsinn, wenn es da stehen sollte. Ich habe aufgegeben, das ihm wirklich auf jedes Komma zu lesen. Hier passiert ein Foul. Der Schiedsrichter bewertet es nicht als Foul, es ist aber ein Foul. Und wenn der hier das richtig bewertet hätte, hätten wir alle Folgen nicht gehabt. Und dieses einfach auszublenden, kann ich keinem 10-jährigen Kind erklären. Er sagt, pass auf, nee, das verstehst du nicht. Genau, weil ich es auch nicht verstehe. Das ist Unfug. Also ja, dieses hätte man genauso bewerten müssen. Wir hören uns einmal an, was Bochums Trainer Letsch zu dieser Elfmeterszene hinterher gesagt hat. Also ich hatte die Möglichkeit, die Szene, ich glaube, bei jedem Sender inzwischen anzuschauen. Ich bin froh, dass ich kein Schiedsrichter bin. Das Regelwerk übers Handspiel ist inzwischen, glaube ich, ein ganzes Buch. Ich sag mal so, wenn der Ball nicht an die Hand geht, dann fliegt er in den Strafraum und es könnte gefährlich werden. Absicht, diesem Spieler sicherlich nicht zu unterstellen. Am Schluss ist eine Entscheidung, wenn er ihn gibt, glaube ich, macht er keinen Fehler. Wenn er nicht gibt, macht er auch keinen Fehler. Also eigentlich eine perfekte Ausgangslage für den Schiedsrichter. Egal, was er macht, es wird sich jemand aufregen bzw. jemand drüber freuen. Und das war ja eigentlich auch der Eindruck, den alle Zuschauer und Zuschauerinnen am Fernseher hatten. Gut, kann man geben, muss man nicht, aber doch keine klare Fehlentscheidung. Denn als sich Tobias Stieler, der Schiedsrichter, dann die Bilder am Spielfeldrand angeguckt hat, war sehr, sehr schnell zu erkennen, ja, es gab eine Berührung mit dem Arm. Insofern der Arm, der auch nicht ganz eng am Körper war. Insofern auf keinen Fall eine klare Fehlentscheidung. Trotzdem dauerte es quälende 3 Minuten und 50 Sekunden, bevor Stieler dann die Entscheidung traf, ich bleibe bei meiner Entscheidung. 3 Minuten und 50, um das Ausmaß dieses quälenden Wartens noch mal deutlich zu machen, werden wir jetzt hier an dieser Stelle einfach mal 3 Minuten und 50 Sekunden schweigen. Wir hoffen, Sie bleiben bei uns. Fühlen Sie sich zurück ins Spiel Bochum gegen Dortmund.
Sie sind erlöst und die Entscheidung ist gefallen. Der Elfmeter, den der Schiedsrichter auch im ersten Moment gegeben hatte, bleibt bestehen. Brauchen wir eine zeitliche Begrenzung, was Überprüfungen betrifft, oder sind wir dann schon wieder zu bürokratisch? Zu legalistisch, gesunden Menschenverstand. Wenn es noch 1000 Szenen gegeben hätte, die man alle abarbeiten muss. Es gab zwei Kameraeinstellungen. Und dann kann ich das sehen und kann sagen, ja, den kann man geben. Eher nein, würde ich sagen. Deswegen, wenn der VAR gesagt hat, was sagt, das frage ich mich ja, was kommt da? Du, pass auf, du hast jetzt gerade Elfmeter gepfiffen. Wir glauben hier unten, wir haben uns das nochmal angeguckt, schnell. Wir glauben, der Arm war nah genug am Körper und der hat sich weggedreht. Wir glauben, ist keiner. Guck's dir doch schnell nochmal an. Hoppel, 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 hoppel. Stell ich mich vor das Ding, guck mir die zwei Szenen an nochmal. Und dann entweder sage ich, nee, ich habe das doch richtig gesehen. Oder, nee, Jungs, ihr habt recht, pass auf, dann nehme ich das Ding zurück. Oder noch besser, du, pass auf, du hast etwas übersehen, genau 5 Sekunden davor. Das zeigen wir dir schnell nochmal. Und deswegen kassierst du das. Das habe ich weder beim Eishockey, wo es VAR gibt, noch habe ich das beim American Football, wo es das exemplarisch gut gibt. Nämlich dann wird dem Zuschauer auch noch erklärt. Und selbst da ist es teilweise eine umstrittene Szene, wo man sagen könnte, aber da ist einfach so eine andere Entscheidungsfreude dabei. Gibt es, weil die Frage ist dort immer, gibt es eine Szene, die nachweist, dass der Schiedsrichter falsch entschieden hat? Und zwar klar gibt, falsch. Ja. Und dann sind draußen erwachsene Menschen, die ohne Stress im Stadion, im Keller oder wo immer natürlich da drauf gucken, in Ruhe, sehen das, sagen, du, pass auf, wir haben eine Szene. Herr Reif, ich sehe für Sie eine große Zukunft im Kölner Keller voraus. Ja, wer weiß, auch. Was da noch alles kommt. Wir wollen zum Abschluss des DFB-Pokalslots so nervt es. Noch Punkt. Einmal schauen auf ein mögliches Viertelfinale, was es jetzt gibt. Denn der DFB-Pokal ist hochkarätig besetzt. Also anfangs der Saison ist er das ja immer. Aber dass wir unter den letzten 8 die besten 6 der Tabelle haben, selten. Und darum haben wir Marcel Reif mal gebeten, sein Wunsch-Viertelfinale uns zu präsentieren. Denn ich glaube, viele Fans in Deutschland gehen gerade in Gedanken durch. Was hätte ich denn gerne, wenn jetzt gelost wird? Also, Sie geben dem Zweitligisten Nürnberg, Herr Reif, eine ehrliche Chance und hoffen drauf, dass wir vielleicht doch dann im Halbfinale gegen Stuttgart, ohne den Stuttgartern dazu nahe zu treten, aber es ist der vermeintlich, oder es ist auf der Papierform der viel zitierten und grausamen, der leichteste Gegner. Also Nürnberg-Stuttgart, Freiburg-Dortmund, schöne Schlacht, Union-Bayern, noch auch schönere Schlacht und Frankfurt-Leipzig. Auch schön. Also, der Pokal wird in diesem Jahr ein Wettbewerb, der uns bis zum Schluss Spaß machen wird. So soll es ja auch sein. Es hat derzeit den Eindruck, er hat dieses Jahr nicht seine eigenen Gesetze. die kommen noch, glauben Sie es mir. Also wenn wir dann Nürnberg hier im Pokalfinale sehen, werden wir wieder sagen. Und die längste Wahrzeit in der Geschichte des VAR, die hatte er.